Hallo und willkommen zu meinem zweiten Tutorial zu den Minecraft Plugins. Ja, und wir fangen auch direkt schon an. Ich möchte euch heute das Plugin Dynamic Realtime Map, kurz auch DynMap genannt. Wie ihr hier schon seht, habe ich es auch schon runtergeladen, beziehungsweise hier die Executable Char File, die wir auch brauchen. Wie in meinem anderen Video schon erklärt, geht es hier darum, diese Plugins zu installieren in einem Web-Interface-Server. Das heißt also kein Localhost-Server oder ähnliches. Von dem her, wie im ersten Video auch schon beschrieben, braucht ihr das Programm FileZilla. Das habe ich hier, kann es direkt öffnen. Gehe auf meinen Server hier, tue das Ganze verbinden und habe meinen Server nun hier offen. Dann gehen wir auf bucket.org. Das Ganze sehen wir jetzt hier. Diese Seite. Leider ist diese gerade anscheinend in Arbeit, da ihr keine Plugins findet. Gebt hier oben bei Title, gebt ja einfach ein DynMap und ladet euch die neueste Version runter. Ja, und dann, sobald ihr das runtergeladen habt, könnt ihr euren Download-Ordner öffnen oder je nachdem, wo ihr es halt hingespeichert habt. Und ihr habt hier eine Datei, die Char-File, das hier oben ist der Ordner, der erstellt sich dann gleich, das zeige ich euch noch. So, was nun? Ihr müsst natürlich hier im FileZilla, geht ihr auf Game, geht auf das Bucket, wo euer Server installiert ist, müsst ihr ein bisschen durchgucken und dann habt ihr hier diesen Ordner Plugins. Um das Ganze zu erleichtern, damit ihr mehr Ansicht habt, öffnet ihr es am besten hier oben in diesem Fenster. Habt hier Buckets, könnt hier draufklicken, dann aktualisiert sich das Ganze. Drum ist bei mir jetzt hier auch noch ein Fragezeichen. Plugins, und sobald ihr den Plugin-Ordner hier offen habt, könnt ihr hier alle Plugins und Char-Dateien, die auf dem Server gespielt sind, sehen. Und ja, und jetzt geht ihr einfach her, nehmt diese dynmap.char-File und macht einfach per Drag-and-Drop, zieht ihr diese Char-File in euren Plugins-Ordner. So, dann geht ihr ins Web-Interface und restartet euren Server. Ich zeige euch das mal kurz bei mir. So, ich habe diesen Server jetzt ausgewählt. Ihr wählt also euren Server aus, den ihr habt, und macht einfach hier einen Restart, damit sich auch die ganze Datei erstellt. Dann klickt ihr hier oben auf diese zwei Pfeile, dort aktualisiert ihr alles. Bei mir passiert jetzt gerade nichts, da ich ja auch kein Plugin installiert habe. Aber ich habe DynMap natürlich schon auf dem Server drauf, also ich habe schon installiert. Ja, sobald ihr aktualisiert habt und gerestartet habt, erstellt sich hier unter Plugins ein neuer Server, beziehungsweise ein neuer Ordner, meine ich. Und in diesen Ordner geht ihr jetzt direkt mal rein. Das Ganze sieht dann so aus. So, ihr braucht allgemein für JML-Dateien, also hier zum Beispiel markers.jml, um diese richtig bearbeiten zu können, empfehle ich euch ganz dringend Notepad++ zu installieren. Das ist also Notepad nur in viel besserer Form. Und wie das Ganze aussieht, kann ich euch auch direkt zeigen. Bei DynMap muss man nur dazu sagen, gibt es keine configuration.jml, sondern es ist eine txt-Datei. Macht ihr einfach Rechtsklick drauf und auf Ansehen/bearbeiten. Und ja, dann öffnet sich hier direkt der Editor. Das Ganze, bei anderen Plugins ist es so, dass ihr dann eine JML-Datei habt und das mit Notepad++ öffnet. Und das sieht hier dann auch ein bisschen anders aus. So, allgemein haben natürlich viele das Problem, dass die Standard-DynMap-Grafik haben. Das heißt also eine relativ schlechte Anzeige. Nur um zu sehen, wo gerade jemand ist, reicht das Ganze natürlich aus. Aber da ihr natürlich das Ganze in HD sozusagen, HD-Map haben wollt, müsst ihr natürlich das Ganze auch konfigurieren. Nun, kurze Erklärung, ihr seht hier am Anfang überall diese Rauten. Diese Rauten heißen Comment und Uncomment, also für Kommentar und nicht kommentiert.
das Ganze hat das zur Folge oder das Ganze bewirkt das, sobald eine Raute vor einem Text oder hier unten Allow Web Chat False ist, ist dieses deaktiviert. Egal was ihr jetzt hier, ob ihr jetzt True oder False habt, wenn dort eine Raute ist, dann wird das Ganze sozusagen nicht benutzt. Da die meisten denken, dieser Text hier oben, dieser Text ist einfach nur eine Info, die liegen hier leider etwas falsch. Wer eine HD-Map haben möchte, muss in hier suchen, to use the HD-Map High-Res Map Templates. This can take a very long time for initial full render. Das heißt also, wenn ihr die HD-Map habt und müsst ihr natürlich in-game mit einem Befehl diese Map rendern, damit die auch richtig angezeigt wird. Das kostet natürlich viel Arbeitsspeicher und kann auch ziemlich lange dauern, je nachdem wie viel ihr schon entdeckt habt, wie viel ihr rendern wollt. Solltet also auch darauf achten, dass euer Server auch genügend RAM anbietet. So, nun habt ihr alles nachgeschaut, es würde passen, ihr habt genügend RAM, wie auch immer. Wie viel ist natürlich immer unabhängig davon, wie viel man ausgeben möchte. Je mehr RAM, desto teurer auch meistens. Ja, um nun diese Hi-Res zu benutzen, lest ihr das hier durch und dann steht hier eben diese Raute, die lasst ihr auch. In der nächsten Zeile steht nochmal eine Raute und hier steht the definitions, keine Ahnung, mein Englisch ist nicht so gut. Of these templates are normal high-res TXT, nether high-res und Skylands TXT. Und genau, hier, to use the high-res map templates, comment the following line. Das heißt, ihr müsst hier default template suffix, Doppelpunkt high-res, müsst ihr einfach nur diese Raute wegmachen, damit das Ganze hier so aussieht. Und schon ist Dunmap auf sozusagen HD gestellt und ihr habt eine echt super Ansicht. Ich kann euch das Ganze auch mal kurz vorstellen, wie das Ganze aussieht. Kleinen Moment, ich öffne nur mal kurz unsere Dynamic Map. Bei uns sieht also das Ganze dann so aus. Moment. Machen hier noch eine andere Ansicht. Zoomen etwas ran und erkennen natürlich schon, wir haben hier schon eigentlich fast die Minecraft in-game, also im Spiel Grafik. Wie ihr seht, es ist eine verdammt gute Auflösung. Also auch Schatten und Licht wird euch alles angezeigt. Von dem her wirklich sehr empfehlenswert. Ja, nun ist es auch so, wenn ihr Dynamic Map installiert, habt ihr immer einen Standard-Port, wo diese Dynamic Map angezeigt wird. Das heißt, ihr müsst diesen Port ändern. Das Ganze zeige ich euch natürlich auch noch. Hier gibt es natürlich noch viele, viele andere Einstellungen. Im Grunde könnt ihr die alle so lassen, gibt es also nicht sehr viel zu ändern. Wer sich damit natürlich befassen möchte, kann es natürlich gerne tun, sollte aber auf jeden Fall ein Backup dieser TXT erstellen, damit es dann keine Probleme gibt. Und zwar, ihr scrollt hier runter, dann kommt hier mal kurz ein Block, ein größerer Render-Trigger-Block, an dem kann man sich gut orientieren. Und dann seht ihr hier, the TCP-Port, the Web-Server will listen on, Web-Server-Port. Und dann ist das der Port. Diesen müsst ihr auf einen beliebigen Port einfach nur ändern. Also es gibt keine Vorschrift, welcher Port es sein soll, welche Zahlen also. Er sollte aber trotzdem immer vierstellig sein. Und also ihr ändert das und sobald ihr das eingetragen habt, schließt ihr, speichert das Ganze, könnt dann den Editor schließen, öffnet wieder FileZilla, müsst dann euren, dann fragt euch hier FileZilla, ob ihr die Datei neu auf den Server hochladen wollt, wählt dann auch Ja aus, dann startet ihr euren Server wieder neu und öffnet den Browser. Gebt euren Port hier oben in die Adressleiste ohne irgendetwas, gebt euren Port vom Server ein, Doppelpunkt und diese TCP-Port, den wir hier bei mir, es ist 5057, eingetragen habt in der Datei und schon öffnet sich die Dynamic Map und habt hier eine High-Res Map. Was ich noch kurz dazu sagen möchte,
Es gibt bei der Dynamic Map natürlich auch noch mehr Einstellungen. Als Beispiel habe ich noch meinen zweiten Server hier. Da habe ich nur ein bisschen rumgetestet, was aber funktioniert. Das Ganze sind diese Marker. Ich habe hier schon zwei ausprobiert. Einmal hier Itchy's Home und einmal Construction. Diese Marker auf der Dynamic Map. Genau, Dynamic Map könnt ihr in-game machen, das heißt, ihr müsst also das Spiel sozusagen starten, wenn ihr Dynamic Map alles installiert habt, und müsst dann mit einem Befehl, ich kann euch diesen Befehl auch direkt mal zeigen, einen kleinen Moment, hier alles zu Minecraft, Minecraft Plugin Comments, hier schreibe ich mir von Hand also meine ganzen wichtigen Comments für Spiele mal auf, falls ich welche brauche. Und hier Dynmap Comments, also die wichtigsten für Marker zum Beispiel. Ihr habt hier slash D für Dynamic Map, Marker, Leerzeichen, Itchy's Home, Leerzeichen, Icon, Doppelpunkt und XXX heißt, es ist eine ID von einem Icon. Die könnt ihr euch im Browser unter Google einfach raussuchen, Dynamic Map Icons, und tragt einfach hier die Nummer von diesem Icon ein. Drückt Enter und schon habt ihr im Browser auf der Dynamic Map diese Icons wie hier Itchy's Home. So funktioniert im Grunde die Dynmap. Was vielleicht noch wichtig ist, habe ich vorhin natürlich schon angesprochen. Ich füge das hier auch direkt mit ein. Ihr müsst eure Map rendern, das heißt, ihr müsst eure Map halt laden. Es muss in den Server sozusagen hochgeladen werden. Das Ganze funktioniert immer am besten mit slash full render, nein, slash dünn Map, Leerzeichen full render. Somit rendert ihr alles, was die komplette Welt. Nach einer bestimmten Zeit könnt ihr das Ganze natürlich abbrechen, da ihr wahrscheinlich nicht die komplette Welt schon entdeckt habt. Je nachdem, wie viel ihr entdeckt habt, müsst ihr es halt laufen lassen. Öffnet immer wieder die Dynamic Map im Browser, schaut es euch an. Wenn alles gut aussieht, so wie ihr das haben wollt, wo ihr entdeckt habt, dann könnt ihr wieder ins Spiel reingehen. Könnt den Befehl slash dynmap force stop Force-Stop eingeben und das ganze Rendern wird komplett gestoppt und schon habt ihr Dynmap konfiguriert, könnt es euch anschauen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, ich hoffe, das Tutorial hat euch weitergeholfen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Tutorial-Video von mir, von MaxiKiller19. Bis dann, Servus!